Hier ist nichts. Ach so, du bist da. Hallo. Wie geht's dir? Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder und ich brich nicht um. Die Rockets, die haben alle einen an der Waffe, glaube ich, so langsam. Golbert. Golbert natürlich überhaupt nicht gut mit Kampf zu besiegen. Wollen wir mal wechseln zu Bosch, ne? Wollen wir mal zu Bosch wechseln, ne? Bosch. Ich gucke ihn gerade richtig böse an. Du! Arschloch, du. Spür die Kraft des Blitzes. Zack. Huhu. Das klingt doch super. Okay, jetzt kommt Traumato. Traumato, Kampf, nee, das geht überhaupt nicht. Aber er ist immer noch verwirrt. Nee, ist er nicht mehr. Er ist wieder klar im Kopf, das finde ich gut. Wenn du schon drei Köpfe hast, dann darfst du auch gar nicht verwirrt sein. Ihr müsst euch ja so gesehen koordinieren. Ja, das ist wichtig. Bosch erhält Erfahrung und da kommt schon Hypno. Mal gucken, ob der berüchtigte Rocket-Brüder mit seinem Hypno noch was reißen kann. Oder ob auch er nicht cleverer. Oh, dieses Vieh, es ist so gruselig. Nein, nein, nein. Donnerblitz. Ich will das gewinnen. Ich will es gewinnen. Na, hast du mir zugehört? Ich gewinne. Nudel besiegt Rocket. Perfekt. Oh je, ich wurde besiegt. Dann gehen wir mal hier hin. Bingo. Der Türöffner hat die Tür entgiegelt. Moin, ich bin drin. Ach ja, hier war doch die Pflegestation, ne? Und da war... Hier ist der Massagesalon. Oh ja, komm, ruh dich kurz aus. Er ist wirklich jetzt nicht so weit. Ich glaube, da oben ging es dann schon in Richtung Endgegner, oder? Wie war das? Das kann ich ja überhaupt nicht verantworten, wenn ich jetzt schon fertig bin. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Das ist schlecht. Wird Zeit, dass ich sie verprügel. Mit meiner Peitsche. Traumato! Puh, ich hab ja echt Varianz hier. Bis zum geht nicht mehr, Leute. Wisst ihr das? Wahrscheinlich ist das so wie bei der Bundeswehr. Da kommst du hin, dann kriegst du eine P8 und eine G36. Und da ist es so, dass du ein Traumato und ein Zubat kriegst. Könnt ihr euch dann aussuchen, was davon die G8, genau. Was davon die P8 und was die G36 ist. Hypnose! Nein, nicht schlafen. Du kannst doch nicht schlafen. Nicht schlafen, aufwachen, genau. Confusion, oh Mensch. Er ist verwirrt, er pennt, was ist mit ihm los? Ist er unkonzentriert? Ich glaube ja. Der braucht mal ein bisschen, ja, Konzentrationsseminare oder zumindest mal Weight Watchers kann er machen. So, Slimer. Jetzt ist Coronis ja wieder auf freiem Fuße und nicht mehr paralysiert. Paralysiert. Wie ist man denn, wenn man paralysiert ist? Was passiert denn? Ist man da gelähmt? Ist man da so auf dem Boden? Und kann nichts mehr machen? Zunge lahm und alles? Ich glaube ja. Das wäre mal was, was ich mir für einige Let's Player wünschen würde. Einfach mal so paralysiert sein. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass sie schon von Anfang an paralysiert sind, wenn die an die Sache rangehen. Ich war neulich wieder im Let's Play Forum unterwegs und da gibt es noch so ein paar neue jungen Let's Player, die dann auch so... Ja, mit Kamera aufnehmen, also Kamera so gesehen, dazu auf die Schulter packen und dann DS-Spiele aufnehmen und dann sagen, ich mache Let's Play. Und die dann auch noch in diese Gemeinschaft integriert werden. Leute, ignoriert solche Menschen doch einfach. Macht es doch einfach, ist doch egal. Warte, nee, ich dachte hier wäre Endstation. Nudel findet Hypertrank. Du bist bestimmt auch so ein weiteres Opfer von mir. Ich arbeite für das Team Rocket. Die Silph-Co. zahlt zu wenig. Ich will Pokémon kaufen. Gib sie mir. Forscher möchte kämpfen. Und er setzt Elektroball ein. Mal gucken, ob ich den zu Klump treten kann. Wollen wir mal. Fegekick. Falcon Kick. Yes. Oh yeah. Ja, für einen Forscher, der zweimal hintereinander die gleiche Attacke benutzt, würde ich aber auch nicht viel zahlen, muss ich sagen.
Da würde ich auch mal fragen, na, ist denn das alles so gerechtfertigt mit deinen Löhnen oder kann man da wieder was wegnehmen? Kann ja sein, dass er da irgendwelche Explosionen in den Laboren herstellt. Was machen Sie denn beruflich? Ja, ich lasse Sachen in die Luft fliegen. Hey, ist auch ein Traumjob. Sprengmeister, dafür muss man ja wirklich was können. Mit Statik, Physik und so weiter, das muss man ja alles beherrschen. Sonst platzt auf einmal so ein Gebäude und dann war's das. Du hast mich erwischt. Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Vielleicht gut gemacht, ne? Aussprecher Anerkennung. Okay, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr. Ach so, hier war ich schon mal. Ihn kenne ich? Hi. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal von unten nach oben hier hochgehen und gucken, wo habe ich noch was ausgelassen, was kann ich noch mit dem Türöffner öffnen und wo kann ich nochmal ansetzen. Klingt das nach einem Plan, Freunde? Ja, das klingt nach einem Plan. Ob es wohl nach einem Plan klingt. Hier links ist nichts mehr. Also so ein Teleporter, klasse, da gebe ich jetzt aber auch nichts drauf. Der ist mir gerade egal. Allein die Musik. Okay, jetzt bin ich hier in der Eingangshalle. Ja, ich gehe jetzt mal runter. Hi. Hier rechts. Hier war ich schon. Das sieht so aus, als wenn ich das mit dem Türöffner geöffnet hätte. Nee. Sackgasse. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber nur so ein kleines bisschen. So gesehen bin ich jetzt auch so geistig paralysiert, wenn man das vielleicht so benennen kann. Ja, geistig paralysiert. Geblitzdingst, könnte man auch sagen. Okay, da ist eine Frau. Hallo, Frau! Zu Hilfe, nein, bitte nicht! Ach, du bist gar nicht vom Team Rocket. Ich dachte schon, es ginge zu Ende. Nimm das hier. Eine TM? TM36 ist die finale Attacke. Eine verheerende Attacke, aber das Pokémon, das sie ausführt, scheidet aus. Wie ist sie denn drauf? Ich glaube, alle Leute, die was mit der Attacke Finale zu tun haben, die haben einen an der Waffel. Ich meine, das haben wir ja schon bei Koga gesehen. Der ist ja auch total ausgetickt, als er da seine Finale angewendet hat. Der war ja gar nicht mehr wiederzuerkennen, der gute Mann. Der jagt einfach sein letztes Pokémon in die Luft. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter. Du hast mich befreit. Stirb! Logik Pokémon. Finde den Unterschied. So, das machen wir mit Bosch. Bosch und Thrombose sind so gesehen gerade die beiden Kernstücke des Teams. Finde ich aber gar nicht schlecht. Ich mag die beiden. Bosch und Thrombose. Nicht Bauknecht, Bosch. Thrombose, Bosch. Schmuckmuck. Möchtest du wechseln? Nee, wenn du schon so mit Gift-Pokémon um dich wirfst, dann möchte ich doch bei Bosch bleiben. Es sei denn, du stirbst jetzt nicht auf Anhieb. Aber das sieht gut aus. Ein Smogon. Nein, möchte ich nicht wechseln. So, Donnerblitz. Bosch erhält 634 Erfahrungen und dann kommt Smogmog. Nee. Donnerblitz, Donnerschlag, Ultraschall, Superschall. Mach ich ein paar Experimente jetzt oder? Nein, ich grill ihn einfach. Nudel besiegt Forscher. Woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Ja, woher ich das wusste? Weil du mir deine Pokémon-Bälle an den Kopf geworfen hast, du Vollidiot. Meine Güte. Oder vielleicht bin ich einfach friggin' awesome. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube eher das Erstere. Wer mich schon angreift? Stirb! Woher wusstest du, dass ich dich umbringen will? Hä? Das ist mir gesagt. Ach so. Die ist jetzt alles kaputt hier. Alle bescheuert. Die gehören alle auf irgendeine Bank gestreckt und durchgeprügelt. Alle. Okay, zwei Rocket-Brüder müssen wir eigentlich theoretisch noch erledigen in diesem Spiel. War ich hier schon? Hier ist schon alles abgegrast. Hier gibt's nichts mehr. Oh, das ist so anstrengend, Leute. Ich bin total angespannt. Hier oben war ich noch nicht. Und da ist auch schon wieder ein Wissenschaftler. Der möchte ein bisschen Ärger kriegen von mir. Aber ich guck erstmal, ob hier oben noch was ist. Nee. Hoi.
Mein Pokémon erwartet dich! Angriff! Moin! Elektroball! Die sind echt cool, die Freunde hier, ne? Also, ich finde sie gerade super. Fegekick! Nein, 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 nein! Wieso ist er schneller als ich? Warum nur? Buffs! Und er schreit mich erstmal an mit seinem ekligen Geräusch. Und dann kann es weitergehen. Fegekick! Schluss! Nudel besiegt Forscher, das ging ja. Du schwächliches Pokémon, Mist! Such doch mal den Fehler bei dir. Nicht bei anderen. Wäre vielleicht mal ein erster Schritt, ne? Fluchtseil, das finde ich gut. Für Schwester Joy. Hyperheiler ist super geil. Und ich kann nichts weiter tragen, ja. Das ist auch wieder klasse. So, was muss ich denn jetzt wegpacken? Ich wollte ja eigentlich das. Komm, soll der Geiz. Kochonis. Zack. Das war zu naschen. Top-Beleber. Und da oben steht einer. Er versteckt sich hinter den Kisten. Psst, siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Hey, Team Rocket, hier ist einer. Holt eure Peitsche raus und bringt ihn um. Los. Bringt ihn um. Bringt ihn um. Bringt ihn um. Ach ja, ich mag das Team Rocket, die sind so schön dämlich. Gut, hier kann ich mir eine geile Abkürzung bauen. Obwohl, nee, kann ich nicht, ich kann nur mit ihm reden. Ein Eindringling mischt das Team Rocket auf, das bist du, oder? Ja, ich bin hier der Elfjährige, der hier alles aufmischt und die Erwachsenen aus diesem Gebäude rettet. Weil, sag mal Leute, das gibt's auch nur bei Pokémon, oder? Oder vielleicht ein bisschen noch bei Digimon, aber warum sind immer nur so Jünglinge hier die Helden? Das kapiere ich nicht. Nee. Woanders ist das strafbar. Aber hier ist das cool. Bei solchen Filmen wie, ja, wie hieß das, Battle Royale? Da haben sie alle gesagt, wie kann das denn sein? Kinder, die sich gegenseitig umbringen, Und hier kommen irgendwelche Leute mit Peitschen und versuchen den Jungen auszupeitschen. Was ist das für eine Welt? Ich versteh's nicht. Protein. Proteine. Der Thrombose braucht ganz viele Proteine. Damit die Muckis wachsen. Aber definitiv. Einen ganzen Haufen Proteine pumpe ich mal in den rein. Okay, hier war ich noch nicht, ne? Hallo, ich bin einer der vier Rocket-Brüder. Hey, woher wusste ich das nur? Und auch ich habe eine Peitsche. Und ein Macholo. Okay. Gentlemen, willkommen im Fight Club. Regel Nummer 1. Kein Wort über den Fight Club verlieren. Regel Nummer 2. Bring gute Pokémon in den Fight Club. Ja, sowas zum Beispiel. Los. Oh, jetzt wird's interessant. Fußkick. Was ist mit dem nicht richtig? Er weicht aus. Und boom! Weg ist er. Thrombose erhält Erfahrung. Und Nudel besiegt Rocket. Nein, ich bin raus. Schau, ich bin raus. Oh je, Mini, bitte hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. Ja. Hier war gerade Konferenz, oder was? Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silphro abgesehen haben. Nö, 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 nö. Ja, das kommt hin. Theoretisch. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen.